Hallöchen, willkommen zurück in den Grenzländern mit den beiden Klatschis hier. Wer von uns dreien das jetzt ist, sucht's euch aus. What the fuck, laufen wir auf hier für Fische. Aber einer davon ist definitiv dieses Schobi-Schwein hier, was die Schuhe gefahren hat. Digga, da fährt's mir meine Rüstung instant weg, holy crap. So, ich bin dran, ich stell die Bierflasche weg, es geht los. Alter Säufer. Nach dem Arbeitstag mehr als angebracht. Ja, erst so ein Arbeitstag und dann noch mit uns aufnehmen müssen. Digga, wie viel zieht das setzt dem Ganzen noch die Krönung auf. So. Sind wir für die Viecher überhaupt ausgerüstet schon? Ich hab keine Ahnung. Jo, Freunde. Ich mach dem ja gar keinen Damage. Wo liegt der denn rum? Ach, da vorne. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Weg! Oh oh oh. Nein! Eieiei! Du Schwein! Digga, die verlieren ja gar. Die verlieren ja gar nichts. Sie sind auch Erzwächter. Was machen die hier? Haut ab! Die Erzwächten. Achso. Hat mal einer Wasser und Salz, dann können wir sie zum Rösten bringen. Digga, was für ein scheiß Mistviech. Das wird noch los. Ich würde auf den Kopf zielen, aber ich weiß nicht mal, ob die einen Kopf haben. Was ist das denn? Ich muss traurigerweise sagen, das ist tatsächlich. Tatsächlich, die haben den Kopf. Das ist das Ding, was aussieht wie ein Penis. Was ist denn nochmal gut gegen Rüstung? Welche Effekt? Schock. Ja. Okay, ich hab nämlich ganze Zeit Schock mit der Waffe hier, aber das bringt mir nicht viel, hab ich das Gefühl. So! Hat's uns Müll gegeben! Dankeschön. Was ist eigentlich, also Transmitterkonsole reaktivieren? Was genau tun wir hier eigentlich? Wir haben ja schon seit Monaten nicht mehr gespielt. Das wir zu entschuldigen, aber wir sind alle drei berufstätig. Was? Was ist das? Und haben sowas wie ein Real Life. Dann ist dieses Spiel, was die beschissenste Story erwartet, aber die Grafik ist also rein. Ah, stimmt. Ja, aber manchmal kommen halt auch die NPCs total unecht. Wo holt denn das Video hin? Und das Finn auch? Da bist du rechts rum, wie es sich für einen deutschen Burger gehört. Mein Fehler. Ich wollte mal vom Drehbuch abweichen. Dann müssen wir unser Klischee erfüllen. Hoppla, 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 hoppla. Gibt's Einwände? Einwände, zwei Wände, drei Wände. Digga. Ach, das ist den ersten Einwand. Komm doch mal nicht so. Tja, das Argument hat ihn gerade umgehauen. Ja, sowas von, holy crap. Lol. Was? Stirb, Kartoffel! Nein! Hast du gerade Kartoffel gesagt? Ja. Was? Sind wir Deutsche und kämpfen hier gegen Deutsche oder was? Kartoffel kommt doch gar nicht aus Deutschland. Ursprünglich nicht, nein. Da hat jemand in der Erdkunde aufgepasst. Ja. Ich weiß auch, wie sie zuerst behandelt wurde, nämlich komplett falsch und die haben sich alle halb vergiftet. Tja. Bis dann mal der dumme Diener, ne, irgendwo mal rausgefunden hat, oh guck mal, da liegt eine Knolle drin, ne? Die sieht ja ganz schmackhaft aus. Oh guck mal, das ist der essbare Teil. Mensch. Das kommt davon, wenn man immer zuerst den Salat isst. Bist du hier runter? So ein Lappen, der ist Typ. Ah, was ist das denn? Verschwinde! Was ist das für ein komischer Schildtyp? Jetzt gibt's ja noch Verteidiger, glaub ihr wohl, zack. Ich dachte schon, mein Gedächtnis ist schlecht, aber das gab's schon im letzten Part. Der ist Lance, der klingt voll gay. Ist eine Weile her. Also, das wäre so, wow. Dübe. Hack? This shit. Pushen das Max. Da. Wie steht doch eine Kiste. Jo. Spannt euch mal alle hier. So, jetzt gibt's auch Fresse. Digga, wie die Viecher nerven. So! Kommst nicht mehr hinterher, wa? Gibt's Raketenschuss hier? Was geht, dickes Mistviech? Immer aufs Maul.
Ja, normal. Verstehen da nichts anderes, die Arschlöcher. Gegen Gewalt hilft nur Gewalt. Das ist wie in Amerika. Gegen Waffen helfen nur noch mehr Waffen. Natürlich. Und Kinder mit schusssicheren Rucksäcken. So, damit hätte sich die Monetarisierung... Wow, für diesen Part. Auch, erledigt. Die wurden mittlerweile bei mir wieder deaktiviert, weil ich sie nie genutzt habe. Ich glaube, da haben sie... Ach, hier müssen wir rein. Sie haben von vorne rein gar nicht genutzt. Ich hatte Spaß. Ich habe kein AdSense-Konto. Nee, ich auch nicht. Ich hatte spaßeshalber früher mal angemacht, um zu gucken, ob sich da irgendwas verändert. Aber. Nö. Ich spiel immer noch genauso irrelevant wie vorher. Müssen wir hier rein? Wo musst du wer hin? Ah ja, guck mal, eine Tür. Ah ja, hallo? Guck mal, da hinten. Da geht's vielleicht hoch. Hallo? Hallo? Das ist ja möglich. Ich war jetzt hingekommen. Ja, ich weiß aber wahrscheinlich gerade auch nicht mehr und ich wurde da oben angefuckt. Das wüsstet ihr wohl gern. So einem ich hab's gefunden. I found it. Gibt's hier was? Die Safe. Wow. Deine Mutter gibt's hier. $89. Pocke jeden Euro-Dollar? Und ein Klo. Und ein Klo. Eine Toilette auf du. Pocke Euro-Yen. Die Pizza gut zu investieren, weißt? Ja. Oh, guten Tag. Weißt du, das weiß er noch. Ja. Ich sag nur Dr. Dusche. Bitte was? Frag nicht weiter nach. Nein. Alter. Ich weiß gar nicht, was er meint. Digga, dieser Typ. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Was? Geht schon wieder weiter mit dem Rijo Day. Och. Ja. Wir haben Rijo live. Oh Mann. Was soll ich mir denn dazu scheiße? Das scheiße, hast du das. Schau, du nicht so, willst, bitte. Bist du schon mal so schlecht, dass das Spiel ja so viele Waffen gibt? Den Spruch hast du schon mal gebracht. Und da hat der Rijo schon damals geweint. Dann musst du diesmal noch mehr weinen. So. Das ist schon richtig. So, was sagt denn die Mann? Nein, ich halte gerade keine Flasche in der Hand und habe deswegen nur drei Finger frei für die. Doch, tust du. Für die Steuerung und laufe deswegen so komplett besemmelt durch die Gegend. Jetzt habe ich tatsächlich keine Flasche mehr in der Hand, jetzt werde ich die scheiß Fliege ab, die mir aus dem Gesicht rumfliegt. So. Diese typische Alkoholikerfliege, die um einen rumschwirrt. War das gerade Schluck auf oder Schreck? Weder das eine noch das andere. Das war ein schlecht gespielter Schluck auf. Oh Mann. Lol. Gut, dass du im Labor arbeitest. Ich geh eigentlich hin, sag mal. Ich geh dahin, wo unser Missionspunkt ist. Okay. Dann kann man dir ja doch folgen. Ausnahmsweise mal. Ja, deswegen frag ich ja. 10 Sekunden später. Warte, Rijo ist auf dem richtigen Weg? Ich wollte gerade sagen, 10 Sekunden später, wir müssen umdrehen. Hat das jetzt mal so lang gebraucht? Echt? Ich dachte, das war kürzer. Ja, man muss ein bisschen die Erwartungen senken. Geld. Bye! Ein Typus Maximus! Ladus Maximus, wenn ich bitten darf. Ich bin eine Lady. Typus Maximus. Ich bin kein Typ, ich bin eine Lady. Du bist eine Transe, mein Gott. Yeah, Shitstorm! Help me! Ja, was, die haben auch welche. Das unfair. Aber jetzt muss man ja mal ganz objektiv sagen, wenn man jetzt wirklich anfängt, jede mögliche Geschlechtsform irgendwie anzuerkennen, ne? Da weißt du bald doch nicht mehr, was du machen sollst. Ja, wie lange sollst du denn anfangen zu begrüßen? Dirb, du Pölle! Das ist doch einfach zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren und alle anderen. Wow. Aber es ist halt gleich wieder hier da beleidigt. Anschreiben. Ja. Hallo Transmänner, Transfrauen. Drittes Geschlecht. Dann gibt es ja noch intersexuell und so ganzen Scheiß. Leute, ich habe 34.000 verloren. Drittes Geschlecht, viertes Geschlecht. Da kommt noch mal in Reichweite hier. Aber auch nur, wenn ich dir helfe. Sonst wirst du sterben.
Vielen Dank. Hallo. Warum visieren die mich an? Ich bin doch nur der Sniper. Geh weg, Finn! Warum soll ich weggehen? Damit ich das machen kann. What the fuck, Alter? What the fuck? Next level! Wupp, wupp, Triple X. Was? Triple X? Wird's pornös? Was? Kennst du die beiden Filme nicht? Natürlich. Würde schon sagen. Ist hier sonst noch was? Nee, oder? Nur doch hier. Schön Kohle. Ah ja, ein Klo. Sehr gut. Ein Keller? Ein Klo. Keller ist schon mal gut. Oh, hier ist Müll. Ich will Müll wühlen. Oh, Mittagessen. Ja, ein Medipack. Das ist großartig. Sirene-Mod? Sirene-Mod. Sombra! Komm, gib zu, du musst es auch dran denken. Das sah jetzt voll nach Sombra aus. Ein bisschen. Sorry. Ja. Was hab ich eigentlich geskillt? Diese Overwatch-Geschädigten hier. Wir müssen wohl lang. Warum eigentlich Overwatch-Geschädigt? Ist das schon ein Problem oder was? Was? Ich hab gar nichts gesagt. Ich muss doch raten. Was hab ich? Ich hab die Diva. Das war ja klar. Dramatischer Auftritt, das sowieso. Schwer zu schnappen? Nee, nicht unbedingt. Funke, Strahlung und Intuition. Och Mensch, das bin ja ich. Mario, Funke, Strahlung, Angriffskill? Lappen. Bitte, what? Ja, tatsächlich, da. Ich hab meine jetzige. Funke, Film, Schaden zu machen, ihr Penisgesichter, ey. Die Penisgesichtigen greifen an. Was ist denn eine Tech-Regeneration? Ist das das Schild? Nein, nein, die Techno-Generation, die war in den 90er Jahren. Entschuldigung. Regeneration, nicht Generation. Ach so. Lappen. Hey, ihr rennt ja so weit vor. Wenn du dann, ja, wenn du dann die rumspielst. Hallo, man muss ja Prioritäten setzen hier, ja? Also. Toll, die Viecher fliegen da oben. So. Und fragt, die kommen angeflogen, die Mistviecher. Ja, so ein ganz neues Game. Spiel an mir rum. Gibt's auch im Multiplayer. Koop-Multiplayer. An unseren Sniper, würdest du einmal Tontaubenschießen betreiben oder? I can try, wenn die nicht so viel rumzappeln würden. Wir zappeln doch nicht. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Verdammt. Ich glaub, woran das wohl liegen könnte. Nicht daran, dass ich drauf geschossen habe. Nein, nein. Wie, du hast getroffen? Na gut, wenn dir eine Kugel am Ohr vorbeifliegt, dann guckst du auch nach. Wieso dicht hast du geschossen? Oh! Lol! Skillpunkt! Vom Himmel geholt. Krass. Hab ich schon die Himmel geholt. Siehst du, Rijo nur am Runterholen, ja. Ich tue halt das, was ich am besten kann. Leider stimmt das. Na! Oh, das funktioniert ja wahnsinnig gut. Wow. Hoppa! Hoppa, Alter, was war das denn? Sprachst du nicht, kriegt eine Rakete oder irgendwie sowas in die Fresse? Lapp. Yeah, Jump Attack! Der macht das da vorne sehr, sehr gut. Der kann das, Ja, du da hinten scheinbar nicht. Nö. Du mähst ja vorher alle weg, bevor ich mich mal anvisieren kann. Ja. Spricht für sich das Ergebnis, ne? Er muss immerhin erst hinlaufen. Level up! Wir sollten mal aufhören, den Riju zu mobben. Ansonsten. Macht nee. Das Spiel keinen Spaß. Ja, echt mal.
Nee. Da zeigt auf einmal ein Rotorlaser auf mich. I dislike. Geh mal weg. Au, 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 au. I'm coming! Das wollte ich so genau jetzt gar nicht wissen. Ich erscheine! Das machen nur Geister, lass dich bitte nur blicken. Ich interveniere! Es geht ja auch an die Politik. Mob. Oh, der Türmchen heilt aber, meinst du ja auch nicht verkehrt. Das ist Max Stufe. Das ist meine Stufe? Ja. War gut genug für dich. Da ist das Transmitter-Console. Hallo? Das machst du schon, ne? Hey, was geht denn hier? Nope. Okay, hier gibt's Waffen. Für den Scheiß komme ich hier hoch. Dafür bin ich Treppen gestiegen. Ach. Also dafür habe ich extra Kalorien verbrannt. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Snickers essen. Also. Dreckige Shit-Scheiße. Ein Snickers oder ein Big Mac, kommt auch selber raus. Das kann man jetzt so und so sehen. Entweder hat der Big Mac so viel Nährwert wie ein Snickers, was für ihn nicht sonderlich spricht, oder? Ein Big Mac hat 500 Kalorien. Interessant, dass er das aus dem Kopf weiß. Ich denke, du hast an der Tanke gearbeitet und nicht bei Mc's. Ja, nee, Ja, nee. irgendwie schon. Wenn ich mir mal so ein Big Mac hole, habe ich mir letztens irgendwann aus Versehen mal die Verpackung angeguckt. Aus Versehen hast du mal gelesen, was du dir da eigentlich antust. Okay. Ja, und dann gucke ich 500 Kalorien, dann denke ich, das ist ja gar nicht so viel. Kalorien oder Kilokalorien? Kilokalorien. Zumal man heutzutage sowieso komischerweise in Joule rechnet, womit ich gar nichts anfangen kann. Ja, KJL. V. Müssen wir da überhaupt lang? Aua! Aua, ich ziele! Aua! Ich versuch's zumindest. Ah! Hajime, Toyota! Ich schwör dir, bringst du jetzt einmal in dieser... Du kannst hier Gott sei Dank nicht aussprechen. Das ist ja schon mal... Was meinst du? Das weißt du doch gar nicht. Da hast du vorhin selbst gesagt, du Pfeife. Ja, ich hab's gesagt, aber... Honda Mitsubishi. Nani! Nani! Mehr muss man nicht können. Nani! Nope. Erstmal Shit verkaufen. Kauf mein Shit! Hashtag kauf mein Scheiß. So. Guck mal auf den Tacho. Also wir müssen in wenigen Sekunden müssen wir Ende machen. Wo müssen wir eigentlich hin? Durch also dieses Tor hier. Wie sind wir da sicher? Ziemlich, wir stehen direkt daneben. Aber wir müssen zu der Patricia Dennis. Boah, die Patricia Dennis. Wir müssen aber das Tor. Das ja. Steht auf der Karte so. Ja, das mag ja sein, aber um zu Patricia Dennis zu kommen, müssen wir durch das Tor. Aber wo war die Patricia Dennis? Das werden wir sehen, wenn wir dann da sind. Ich würde sagen, die war woanders.
Ich würde sagen, wir gucken das in der nächsten Video. Der nächste, da, nächste Part gucken wir mal da durch, wo wir hinkommen, ne? Okay, dann sagen wir mal tschüss, jo. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss, Lo, Busseli. Nee. Ciao.